So, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma BTM Turbo. Und zwar haben wir hier mal wieder einen wunderschönen RS5 Sportback, wie man hier so schön dazu sagt, und in einer richtig coolen Farbe. Mir gefällt es sehr gut, aber das sehen wir ja gleich, wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht. Wir haben hier natürlich ein bisschen Leistung, Optik, Sound, alles Mögliche ein bisschen betrieben. Das Fahrzeug hier hat jetzt 540 PS Stufe von uns bekommen und natürlich noch ein paar kleine Feinheiten. Wie gesagt, da fangen wir ja gleich mal direkt unter dem Fahrzeug an. Das ist ja der wichtigste Teil für viele, Sound, was wir ja so schön lieben. Hier, der Teil ist wieder original und dann geht es hier direkt weiter mit unserer Abgasanlage, doppelt 70 und hier mit unserer dritten Klappe und da fahren wir hier schon komplett wieder durch nach hinten, straight bis zu der Endrohre. Hier haben wir jetzt mal die komplett schwarze Variante drauf, mit geprägtem Logo. Ist auch relativ cool. Also da haben wir ja ein bisschen Auswahl, was Endrohre hier in den Fahrzeugen angeht. Fahrwerk kriegt das Auto noch, aber jetzt mal Step by Step. Wie gesagt, jetzt gucken wir das Ganze noch von oben an, was wir noch drin haben. Wir haben in dem Fahrzeug eine Downpipe drin, Ladeluftkühler und Ansaugung, aber das sehen wir ja gleich. So, jetzt haben wir hier natürlich, tada, unseren wunderschönen Motorraum, was natürlich nicht fehlen darf, unsere große Ansaugung bei den Fahrzeugen. Und auch ganz wichtig, jetzt haben wir ja hier die Downpipes verbaut, sieht man den Autos echt ganz schlecht. Da wird der originale Cut getauscht, kommt ein 200 Zoller Metallcut rein. Also ich denke mal, jetzt von außen sieht man da nicht so viel. Das war es jetzt mal im Motorraum. Ich weiß nicht, sollen wir mal die Originalansaugung noch mal zeigen im Vergleich? Ja, dann holen wir die kurz noch her und dann schauen wir das uns noch mal an, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Hier sehen wir jetzt das mal ganz schön da liegen. Ich schaue mal die Frage, ja, wie groß das Ganze immer ist, was das Ganze so bringt. Ich denke mal, hier sieht man jetzt den Vergleich sehr gut. Wir haben jetzt hier komplett 90 mm bis zum Luftfilterkasten und das ist natürlich schon eine Ansage. Mehr ist auch vom Platz nicht möglich. Das sieht man jetzt hier auch ganz gut. Wenn man jetzt mal das Originale hier drin geht komplett unter und wir fahren natürlich auch gleich hier groß und hier auch groß direkt gleich weiter. Also das ist auch brutal, wie man das hier spürt. Also, das brauchen wir auch. Also schon fangen die Lader aus Pumpen an, sogar die Originale. Klar, jetzt hier in der Stufe ist noch nicht so ausschlaggebend, aber wenn man dann das Fahrzeug, sage ich mal, auf die große Stufe hochhieft, kommt man um die Ansaugung gar nicht drum rum. Also da funktioniert das gar nicht ohne Ansaugung. Und wir optimieren natürlich auch immer die Sachen, wo am schnellsten Probleme machen. Und da gehört halt die Ansaugung nur zu. Und wir entlasten halt auch bis in die Turbolader, die Originale, wenn wir jetzt hier unsere Ansaugung schon auf der originale Turbolader fahren. Ist natürlich immer gut. Besseres Ansprechverhalten, mehr Volumen, wo dann da ist, mehr Volumen, wo angefordert wird, ist ja auch immer sehr wichtig. Ja, das mal jetzt zu den Teilen, die sehen wir sehr schön. Wie gesagt, jetzt fahren wir mal die 540 PS Probe. Also das ist, die Fahrzeuge werden so brutal giftig.
Also mit den Serien-Turbolader, mit den 540 PS, das ist brutal. Also bei fast jeder Kurve, wo man jetzt hat, noch nicht ein bisschen Gas geben hat, ging sofort ESP rein, weil da natürlich so viel Bums gleich anliegt. Also mega gut, das Fahrzeug macht richtig Laune jetzt. Also ja, über Tiefe kann man sich noch ein bisschen streiten. Ich denke mal, da wird es auf jeden Fall noch ein Update geben. Aber jetzt nochmal zurück zum zur Leistungsentfaltung. Das ist hier echt sehr krass. Hier haben wir natürlich auch sehr viel Drehmoment jetzt. Aber hier ist natürlich so, wir haben ein kurzes Peak und dann ist natürlich ein bisschen abfallend, weil die originale Turbolader da einfach am Limit sind. Oder sagen wir mal, wir wollen es nicht mehr herauszögern und sind einfach auch auf dem Bauteilschutz mehr unterwegs. Aber der erste Punch ist natürlich jetzt hier schon brutal agil. Also ich sag mal, wenn man jetzt hier dann irgendwo an der Kreuzung oder an der Ampel, oder Ampel ist natürlich schlecht, aber wenn man jetzt hier irgendwo ja, aus dem Ort rauszieht oder schnell die kurze Manöver oder in der Pässe, sag ich mal, ist das jetzt hier schon extrem gut. Also das macht richtig Laune. Und wir haben jetzt auch den Vergleich noch von diesem mattgrünen, den wir letzte Woche hatten, mit 650 PS. Das sind zwei Welten. Also das Fahrzeug ist dann von der Art her auch komplett anders. Ich sag mal, bei der großen Stufe ist natürlich so, das zieht so dauerhaft satt durch. Man sieht es auch im Leistungsdiagramm. Das steigt an und wir halten das Drehmoment und die Leistung komplett konstant nach hinten durch. Jetzt hier mit der originale Turbolader ist so, klar, wir haben ein hohes Peak kurz einmal und dann müssen wir das natürlich alles ein bisschen abfallend machen. Aber ja, das ist auf eine andere Art und Weise extrem geil. Also ich sage jetzt mal, hier ist das bisschen giftige, aggressive geil. Und ja, oben raus merkt man einfach, wie ein Push, der ausgeht. Da ist so... ja, also, da fängt der andere, der Upgrade-Lader erst an. Natürlich beim großen Umbau erst richtig Feuer. Also das ist natürlich schon mega geil. Ja, ich sag mal, vom Ansprechverhalten her sind jetzt die großen Turbolader nicht wesentlich schlechter. Man hat einfach nur den Unterschied, da, ja, wie soll man sagen, fürs Probometer fühlt sich es einfach ein bisschen anders an. Aber ich sag mal, das ist trotzdem geil. Beide Stufen haben was. Und ich hätte gesagt, ist auch immer, sag ich mal, auch eine Preisfrage oder was man aus dem Fahrzeug machen möchte. Ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema. Hier ist auf jeden Fall schon klar, der Kunde weiß, was er möchte. Er will auf jeden Fall auf die große Stufe noch updaten, aber ich denke mal, so jetzt hier für den Part ist natürlich schon eine geile Nummer. Ja, zur großen Stufe wären es ja dann tatsächlich nur noch die Upgrade-Lader, oder? Jetzt hier wären es nur noch die Upgrade-Lader und noch an der Sensoren, wo wir ein paar Sachen geändert haben. Ja, also was heißt nur noch die Turbolader und dann natürlich schon noch dementsprechend rein, Softwareanpassungen und das Ganze. Ja, ist auf jeden Fall geil, aber da wird es auf jeden Fall noch ein neues Technikvideo und Vorstellvideo nochmal dazu geben für das ganze Ausführliche. Aber jetzt hier für den Stand sind wir sehr zufrieden und happy. Ja, liebe Freunde, wie bekannt, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und wie gesagt, seid gespannt, was als nächstes kommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.